Allerseits und herzlich willkommen zu einem Unboxing der Mantika. Und heute freue ich mich ganz besonders, ein neues Orakeldeck auszupacken, nämlich das Mystische Traumwelten von Matt Hughes, das gerade im Königsfurt Urania Verlag erschienen ist und auf das ich sehr, sehr gespannt bin. Es sind 32 Orakelkarten mit Anleitung, wie ihr sehr gut selbst lesen könnt. Und Matt Hughes, das ist ein sehr spannender englischer Künstler, der eine tolle Webpage hat, geht da unbedingt mal drauf. Er ist wirklich sehr, sehr kreativ und wie wir sehen, hat er das Thema Art Deco sich auch für sein Orakel vorgenommen. So etwas hat er ja schon mit seinen ätherischen Visionen gemacht, ein Tarotdeck, das auch im Königsfurt Urania Verlag erschienen ist. Ich habe dazu auch ein Video gemacht. Und das, das großen Erfolg hatte. Jetzt das zweite Deck dieses Künstlers, bisschen wie bei der Katrin Weltstein, da hatten wir erst die mystischen Momente und dann ihr mystisches Tarot. Und was hier besser gelungen ist als bei der Katrin Weltstein, zwei ganz tolle Decks, die wir da haben. Aber leider können wir die Karten nicht so gut miteinander mischen, weil die mystischen Momente kleiner sind als die Tarotkarten. Das ist ein bisschen schade. Aber hier in diesem Fall wurde nachgedacht und beide Decks sind genau gleich groß, sodass wir, wenn wir Lust haben, unser ätherisches Visionentarot ergänzen können durch diese 32 Orakelkarten. Und das bedeutet, dass wir dann mit 110 Karten arbeiten können, na, wenn das nichts ist. Ja, was sollen diese Orakelkarten bedeuten? Ich weiß jetzt nicht, warum es 32 sind. Normalerweise wird ja gerne mit 36 Karten gearbeitet, aber das soll uns jetzt nicht unbedingt stören. Es geht hier bei den Traumwelten darum, dass die Träume wie Tore in andere Bereiche unseres Bewusstseins gesehen werden können und dass diese Traumwelten uns durch diese Archetypen und Krafttiere, die wir auf diesen Karten kennenlernen, erschlossen werden können. Das heißt, dass wir, wenn wir mit diesem Deck arbeiten, uns in unsere Traumwelten begeben. Aber ich denke, es geht auch darum, dass wir Botschaften aus der Anderswelt erhalten, die für uns relevant sein können. Und ich unboxe das jetzt mal. Während ich das tue, nochmal ganz herzlichen Dank an Königsfurt Urania dafür, dass ihr uns mit Decks überschüttet. Das meine ich auch in dem Sinne, dass seit langer Zeit endlich mal wieder richtig viele Tarot- und Orakelkarten im Königsfurt Urania Verlag erscheinen. Das war ja lange ziemlich mau. Und ich muss sagen, es wird immer besser. Der Katalog, den ihr auf der Webpage auch jederzeit downloaden könnt, der ist immer voller. Und ja, weiter so. Ich habe hier gerade ein bisschen Probleme, dieses Deck zu öffnen. Diese Magnetverschlüsse, wie wir es zum Beispiel bei den Christophania-Kipper-Karten kennen, die sind doch noch ein bisschen praktischer. Aber auch dieser Karton ist sehr, sehr gut gearbeitet, fühlt sich stabil an. Und ich mag das echt inzwischen, dass die Verpackungen der Karten einfach so gut sind. Früher hatten wir ja die ganz normalen Spielkartenverpackungen, die sind immer kaputt gegangen. Man wusste nicht, wohin mit den Karten, die flogen dann rum. Und heutzutage kann man die in diese tollen, stabilen Packungen legen. Bitte auch das weiter so. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist, dass allein wenn man hier rüber fässt, man merkt, dass das
erhaben ist. Also es wird mit Goldfolie hier gearbeitet, die dann auch wie so eine Prägung spürbar ist. Das macht ein sehr angenehmes Gefühl, wenn man sie öffnet. Und auch hier, wie schon bei dem Kipper-Karten von Christi Fania, die ich neulich geunboxt habe, haben wir wieder ein Heftchen, das recht breit ist und stabil gearbeitet. Wieder das, was für die älteren Augen nicht so geeignet ist, die kleine Schrift. Und wir sehen auch hier wieder einen ähnlichen Aufbau wie bei den Karten von Christi Fania. Also wir haben eine Beschreibung für jede Karte offensichtlich, eine kleine Einleitung, warum, wieso, weshalb, wie man mit den Karten arbeiten soll und wie man sie deutet. Und ich sehe hier einfach mal ein Bild, Prophetin. Die Schrift gefällt mir sehr gut hier, des Titels. Das finde ich sehr hübsch. Es wird also ein kleiner Text zu der jeweiligen Karte geschrieben und dann eine sehr knappe, kurze Bedeutung. Das finde ich aber auch vollkommen okay, weil wenn es um Traumwelten geht, dann sollen doch eher die Bilder sprechen als die Worte. Und da bin ich jetzt mal ganz gespannt, wie diese Bilder sich ausmachen. Ja, ihr seht auch hier verpackt. Ich finde ja, dass wir mit den Verpackungen langsam wirklich ein bisschen weniger umgehen sollten, aber es macht natürlich die Karten sicherer und geschützter beim Transport. Hier ist mal die Rückseite, sehr schön. Man kann mit umgedrehten Karten arbeiten, wenn man das möchte. Und sie werden natürlich nicht die gleiche Rückseite haben wie das ätherische Tarot. Dadurch kann man dann natürlich erkennen, ob man eine ätherische Karte oder eine mystische Traumweltenkarte zieht, wenn man mit beiden zusammenarbeitet. Aber auf jeden Fall gefällt mir das schon mal sehr gut, auch dieser dominante Mond in der Mitte. Man hat gleich den Eindruck, in ein Portal gezogen zu werden und eine andere Welt zu erforschen. Und die Karten selbst auch wieder gut biegsam. Und einfach nur, wenn ich über die Vorderseite fahre, merke ich auch diese Erhabenheit der Goldprägung. Und ja, also die sehen schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Persönlich gefallen sie mir besser als die Karten des ätherischen Visionen-Tarots. Das liegt aber auch daran, dass ich mit den Karten für Tarot jetzt nicht so klar gekommen bin. Aber das ist wirklich jedem selbst überlassen. Und ich weiß, dass ganz viele Leute die Karten super toll finden. Von daher ist nur meine persönliche Ansicht. Aber hier, weil ich jetzt nicht im Tarot bin, sondern in einer anderen Welt, kann ich mich viel besser darauf einlassen und habe hier gleich mal die Architektin. Ja, da denke ich natürlich an die Matrix oder an die Freimaurer, keine Ahnung, gerade mit diesem Symbol, die Illuminaten. Und es ist ja schön, dass das mal als Frau dargestellt wird. Sehr eindrucksvoll, diese Frau. Sie hat auch so einen Menschen im Kopf. Ein bisschen wie die Hohepriesterin oder der Hohepriester bei Crowley. Die Meeresschildkröte. Also wir wechseln hier immer zwischen Archetypen und Krafttieren. Krafttiere sind nicht so ganz meine Spezialität. Deswegen kann ich da jetzt nicht so viel sagen, was eine Schildkröte bedeutet, aber das kann man ja erforschen, indem man dann mit den Karten arbeitet. Palomino oder Palomino, also auf jeden Fall ein Pferd, das ein bisschen an den Pegasus erinnert. Und den Tiger, den kann ich sofort identifizieren. Ich mag Tiger sehr. Ah, passt auch richtig gut zu meiner Haarfarbe. Ein Kitz. Ein Kitz, auch sehr hübsch. Eine Harpie. Also wir haben tatsächliche Tiere, die in unserer Welt existieren, aber dann sowas wie den Palomino. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der nicht existiert. Und die Harpie, die eher in die Richtung von Fabelwesen gehen. Den Sonnenbären, der ist ja cool. Auch hier mit, guckt mal, die in der. Diese Goldprägung, wie die hier rauskommt, sehr, sehr schön. Dann haben wir hier den Oktopus. Ja,
Da muss ich natürlich gleich an Moby Dick denken, obwohl das da ein Wal ist. Aber es kam mir gerade so eine weiße, nicht eine weiße, sondern eine weiße Eule. Bisher sind wir hauptsächlich in der Tierwelt unterwegs. Der Elefant, der auch auf dem Cover des kleinen Beiheftes ist. Koi-Fisch, der sieht auch schön aus, der gefällt mir sehr gut. Und auch hier seht mal dieses Schillernde der Karten. Toll. Ja, mir sagen die Karten jetzt erstmal nicht so viel, weil, wie gesagt, ich mich mit Tieren nicht so auskenne. Die Architektinnenkarte, die hat mich gleich geflasht, aber am Anfang. Und die Karten sind wunderschön, ne? Ganz, ganz wunderschön. Ich weiß bloß nicht, wie ich damit arbeiten werde, würde. Selkie. Ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, wer Selkie ist. Das muss ich jetzt aber gleich mal nachgucken, weil ich bin jetzt ja doch neugierig. Aha, das ist jetzt nicht in der Reihenfolge als leider. Das finde ich nicht so gut hier in dem Heft. Die Karten kommen in einer anderen Reihenfolge als im Heft. Und sie sind dann leider nicht alphabetisch sortiert und haben keine Nummern. Das hätte man, glaube ich, besser machen können. Finde ich jetzt etwas kompliziert, weil man dann lange suchen muss. Das ist ein ganz kleiner Abstrich bisher. Die schottische In der schottischen Mythologie sind Selkies gestaltwandelnde Kreaturen, die sich von Robben in Menschen verwandeln können, indem sie ihre Haut abwerfen. Aha, seht ihr, das wusste ich noch nicht. Dann schaue ich doch jetzt gleich nochmal nach dem Palomino 71. Pferde gehören zu den längsten Begleitern der Menschheit durch die Jahrhunderte. Sie sind zuverlässig loyal. Ein Palomino bezieht sich auf eine Rasse von goldenen Pferden, die im amerikanischen Westen zu finden sind. Ja, das wusste ich jetzt nicht. Und ich bin mir sicher, dass Pferdeliebhaber unter euch das schon längst erkannt haben. Und wo wir gerade in den Gefilden der Native Americans sind, haben wir hier die weiße Büffelfrau, eine Totemfigur, würde ich sagen, die vielleicht mit Trance zu tun hat, wenn ich das richtig interpretiere. Das Wort. Federn, Schreiben, eine merkurische Karte. Ich liebe Merkurkarten, wie ihr wisst. Die finde ich sehr beeindruckend. Die Stille. Tolle Karte. Ja, da kriege ich sogar fast ein bisschen Gänsehaut bei der Karte. Sehr, sehr schön. Abgewechselt von einer ganz anderen Farbe als Luna Motte. Also eine Mondmotte. Das Geschenk. Weihrauch. Das erinnert mich an Weihnachten. Gleichgewicht. Ja, schon wieder eine Frau mit solchen Widderköpfen. Auch sehr schön, diese Karte. Dieses Yin-Yang, das hier mal ganz anders dargestellt wird. Der Pfad. Okay. Ja, die Waage, Ausgleichung, Titel des Decks. Auch sehr cool. Die Seherin gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und immer wieder schaut, immer wieder diese Goldprägung. Gefällt mir wirklich gut. Schatten. Schatten ist auch cool. Guckt auch hier die Mondphasen, die glimmern und leuchten. Sehr, sehr schön. Hase und Fuchs. Dazu gibt es, glaube ich, einige Fabeln und Mythen. Ich sehe jetzt gerade den Hasen nicht. Wo ist denn der Hase? Wahrscheinlich ist der Engel in irgendeiner Form der Hase. Erinnerung. Ui, die ist auch sehr beeindruckend, die Totenmutter. Also ich habe auf der Webpage von dem Matt Hughes gesehen, dass er auch viel sich mit Vampiren und Gothic beschäftigt. Da, das kommt hier in dieser Karte wirklich gut durch. Das ist die perfekte Halloween-Karte, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Schlange, auch wieder als Totemtier. Sehr schön. Und nochmal eine Schlange auf der Prophetin. Dieses Gold ist wirklich irre. Das beeindruckt mich sehr. Sie sind wirklich sehr schön gestaltet und qualitativ hochwertig.
Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man sie viel mischt, aber ich glaube, die wird man nicht so viel mischen. Das ist eher für mich ein Deck der Inspiration. Das Tor ist auch sehr gelungen. Ein Einstieg in die Anderswelt. Licht, auch sehr schön. Und die Macht. Hier mal ein Mann, der ein bisschen wie die Frau auf der Waage aussieht. Und als letztes der Frühling. Also ganz tolle Karten. Ich bin wirklich beeindruckt. Ich habe hier noch nicht so richtig für mich den roten Faden gefunden. Warum, wieso, weshalb, welche Karte gemacht wird, wie das dann als großes Ganzes zusammenkommt. Das wird sich wahrscheinlich dadurch erschließen, dass man mit den Karten dann auch tatsächlich arbeitet und sie zieht. Und ich werde wie üblich jetzt mal eine Inspirationskarte ziehen. Was ist heute für mich besonders wichtig, frage ich jetzt einfach mal die Karten. Da habe ich die Prophetin gezogen. Ja, ich muss heute noch einige Kartenlegungen machen für ein paar Leute und ich muss heute Abend einen Vortrag halten, auf den ich nicht vorbereitet bin. Da wird mir die Prophetin gute Dienste leisten. Ich nehme das jetzt einfach mal als einen Impuls, dass ich als Fischin die Fähigkeit habe, mit oder ohne Karten in andere Welten zu reisen. Und ich habe auch gerade meine Jahreshoroskope fertig geschrieben. Auch das ist ja ein bisschen Prophezie. Ja, also Abschluss, ganz, ganz tolles Deck, gefällt mir ausgesprochen gut. Ich finde, das kann man sich echt anschaffen, ob man nun Tarot kennt oder Orakelkarten kennt, ist ganz egal. Man wird einfach durch diese Bilder inspiriert und in andere Welten entführt. 5 Punkte von 5 Punkten von mir und ich bin damit am Ende dieses Videos. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich freue mich, wenn ihr meine Videos teilt, wenn ihr immer wieder mal reinschaut. Wir machen ja auch viel live hier und ansonsten verbleibe ich für heute mit allerbesten Grüßen, eure Kirsten. Macht's gut. Ciao.